Audio-Post. Geklickt. Gehört. Immer mehr große Energiekonzerne oder wichtige Ämter und Behörden sehen sich Cyberangriffen ausgesetzt. Aber auch der PC zu Hause ist davon nicht geschützt. Wenn ganz plötzlich eine Meldung aufploppt, ist es meistens schon zu spät. Error und es geht nichts mehr. Der Computer hat sich infiziert mit einem Virus. Computerspezialist Andreas Wiesler sagt allerdings, das Problem mit den Computerviren ist fast so alt wie der PC selbst. Der erste Virus ist auf eine Doktorarbeit von Fred Cohen zurückzuführen. 1984 hat er den ersten Virus für Unix entwickelt. 1986 kam dann der erste freilebende Virus. Vermutlich ist allen noch I Love You bekannt. Anstelle eines schönen Bildes hat man sich einen Virus eingefangen. Als Inhaber der Firma Go Security berät Andreas Wiesler Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit und weiß deshalb ganz genau, wie die meisten Viren völlig unbemerkt auf den Rechner gelangen. Vermutlich wird niemand ein Virus freiwillig installieren, da er versucht, sich zu verstecken, zum Beispiel in einem schönen Programm. Öffne ich das Programm, installiert sich auch der Virus gleich mit. Das nennt man dann trojanisches Pferd. Ist der Trojaner entlarvt, bricht schnell Panik aus vor dem Bildschirm. Häufig verschieben sich auf einmal ganze Dokumente oder Texte verändern sich selbstständig. Doch das ist eigentlich sehr untypisch für einen Virus, erklärt Computerexperte Andreas Wiesler. Vermutlich handelt es sich nicht um einen Virus. Viren zerstören entweder alle Daten, verschlüsseln diese und erpressen Lösegeld, oder sie missbrauchen meinen Computer, zum Beispiel zum Bitcoin zu berechnen oder andere Computer anzugreifen. Wurde der Rechner tatsächlich von einem Virus lahmgelegt, denken viele an eines: alles zurück auf Null setzen. Doch stopp, die Festplatte muss nicht in jedem Fall sofort geleert werden. Zuerst würde ich den Rechner mit einer sauberen CD oder einem USB-Stick booten und danach von hier aus den Rechner untersuchen. Findet das Programm irgendein Virus und kann er entfernt werden, ist das Problem oft gelöst. Hilft das nicht weiter und löst das Problem nicht, muss oft leider der Rechner neu aufgesetzt werden. Daten, Dateien, Dokumente, alles weg. Ein Horrorszenario, das dringlichst zu vermeiden gilt. Computerspezialist Andreas Wiesler hat Tipps, um Viren, Würmern und Co. vorzubeugen. Obwohl jeden Tag über 200.000 neue Viren entdeckt werden, bin ich nicht machtlos. Nutzen Sie unbedingt eine Firewall. Installieren Sie ein Antivirenprogramm und achten Sie darauf, dass es immer aktuell ist. Das gilt natürlich auch für das Betriebssystem und alle Programme, die Sie nutzen. Auch diese müssen immer aktuell sein. Und ganz wichtig, klicken Sie nicht auf alles. Überlegen Sie sich, macht das wirklich Sinn, was da steht? Will ich wirklich auf diese Webseite? Und ich bin überzeugt, dass Sie so auch in Zukunft sicher sein können.